Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, ich finde, die AfD muss auch mal gelobt werden. Denn sie hat es wieder einmal geschafft, einen völlig sinnfreien Antrag zu formulieren. Wir sollen also die ODA-Mittel an die Türkei streichen. Seit 2008 gibt es überhaupt keine Entwicklungszusammenarbeit mit der Türkei mehr. Nun kann man ja, wenn man AfD-Mitglied ist, die Frage stellen, wohin fließt denn das Geld? Dann haben Sie aber nicht, weil Sie, wenn Sie die Frage beantwortet hätten, hätte es diesen Antrag nicht geben dürfen. Was passiert also eigentlich mit diesem Geld? Ich erkläre es ja gerade. Wenn Sie zuhören, verstehen Sie es eventuell, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Also, diese Gelder fließen in die Schulbildung, in Ausbildung und so weiter, für die syrischen Flüchtlingskinder. Wenn Sie nicht zuhören, können Sie es auch niemals verstehen. Aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und vor allen Dingen für Zukunftsprojekte, nämlich dass die syrischen Kinder und die türkischen Kinder gemeinsam auch lernen können und sich entwickeln können. Das ist für die Zukunft dieser Region wichtig. Ich lehne Ihre Zwischenfrage ab. Bekommt die türkische Regierung nun das Geld in ihre Hände, was Sie ja unterstellen? Nein. Das Geld fließt über die KfW und die GEZ direkt an die Partner vor Ort, also direkt in diese Projekte. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir wollen und müssen helfen. Schließlich ist die Türkei das Hauptaufnahmeland von syrischen Flüchtlingen. Immerhin 3,6 Millionen Syrer. Weitere 500.000 Flüchtlinge kommen aus dem Irak und aus Afghanistan. Viele von ihnen wären sonst bei uns. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es steht außer Frage, dass wir die völkerrechtswidrige Militäroffensive in Nordostsyrien verurteilen. Aber umso wichtiger ist es doch, den Menschen vor Ort zu helfen, die darunter zu leiden haben. Ihr Antrag jedenfalls hilft nicht. Und durch unsere Unterstützungsleistungen wird auch nicht, wie von Ihnen deklariert oder befürchtet, die Souveränität Deutschlands beschnitten. Und sie wird auch nicht beschnitten von der von Ihnen genannten Organisation, die von unseren Ordnungsbehörden ja bereits beobachtet wird. Fazit also, der Antrag ist purer Unsinn und raubt uns nur Arbeits- und Lebenszeit. Lassen Sie uns wirklich über sinnvolle, auch streitbare Überlegungen debattieren und bessere Lösungen für die betroffenen Menschen ringen. Schaufensteranträge, aber ohne Sinn und Inhalt, kann man nur kurz und bündig ablehnen. Vielen Dank. Die Kollegin Helen Ephrim Sommer.